Ich male Bilder, die ich gerne sehen möchte, die es aber nicht gibt. Die Vorstellung geht ihre eigenen Wege und findet Bilder. Hier ist, was sie unterwegs gefunden hat. Malvina, meine Mutter. Ich mit 5 Jahren. Dies waren meine Großtanten, meine Urgroßtanten. Hier mein Onkel Bujida, gekleidet zum Ball von Sarajevo. Mein Onkel und meine Tante Spiro Kropina, gekleidet für den Ball von Port Said. Ich habe nie ein Wesen gekannt, das sich mehr selbst gleicht. Das heißt, es gibt nichts in allem, was sie tut, woran ich sie nicht wiedererkenne. Sie ist ein einzigartiges Wesen. Sie ist sich gleich. Sie ist mit sich selbst äußerst identisch. Identisch in jeder ihrer Gesten und in ihrem Verhalten. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst ist, aber eigentlich brauchte sie es nicht, weil sie ja so ist. Doch gibt es in ihr etwas, das sich dessen manchmal bewusst ist. Zum Beispiel ist mir immer aufgefallen, dass es sie im Grunde irritiert, als Malerin bekannt zu sein. Sie hat dieses Etikett immer zurückgewiesen. Sie sieht sich selbst als Leonor, deren eine wichtige Beschäftigung das Malen ist. Aber sie sieht die Malerei nicht als Beruf an. Die Malerei ist eine ihrer Verhaltensweisen, die ihr Wesen zum Ausdruck bringt. Aber es ist nur eine Verhaltensweise. Mais ce n'est qu'un de ses comportements. Sie hat sich mit mir auf der Quadriennale von Rom verabredet, einer großen Ausstellung moderner Kunst. Als Treffpunkt hatte sie das Bild eines gemeinsamen Freundes, den ich schon kannte, angegeben. Er heißt Fabrizio Clerici, ein bedeutender Maler. Und das Bild trug den Titel Der Minotaurus, von seiner Mutter angeklagt. Ich begab mich also zu diesem Bild. Ich war ganz pünktlich und vor dem Bild stand wie eine fast solide Säule der Duft von einem sehr starken Parfum, das mir gut gefiel. Ich bin der Spur dieses Parfums gefolgt, denn Leonor war sicher bereits vor mir angekommen. Ich sah eine große, schwarz gekleidete Dame und zweifelte keinen Augenblick, dass sie es war. Sie sagte zu mir, du musst unbedingt eine Zeichnung sehen, die ich gemacht habe, sonst würdest du niemals glauben, dass ich sie gemacht habe, ohne dich zu kennen. Ich bin also mit zu ihr gegangen. Diese Zeichnung hängt übrigens immer noch an demselben Platz. Im Augenblick ist sie nicht da, weil sie für eine Ausstellung im Musée du Luxembourg abgenommen wurde. Doch ich werde sie Ihnen zeigen. Diese Zeichnung ähnelte mir auf ganz frappante Weise. So sah ich damals aus. Sie gab mir die Zeichnung. Das ist 35 Jahre her und wir haben einander nie mehr verlassen. Leonor, du hast also tatsächlich früher zeichnen als schreiben können?
Ja, sicher, aber alle Kinder zeichnen. Man hält sie damit ja auch beschäftigt. Ich bekam von meiner Mutter Buntstifte in allen Farben und Papier und zeichnete den ganzen Tag fieberhaft. Der Unterschied zu anderen Kindern ist, dass diese eines Tages aufhören zu zeichnen, weil sie beginnen, sich bewusst zu werden, was sie tun. Sie sehen Bilder von Dingen, die viel perfekter gezeichnet sind, und dadurch werden sie eingeschüchtert. Doch bei mir ist das gerade umgekehrt. Wenn ich eine Leidenschaft habe, dann lasse ich mich nicht einschüchtern. Je mehr Bilder ich sah, desto mehr Lust bekam ich zu zeichnen und zu malen. Die Gefahr beunruhigte dich nicht, die Gefahr des Vorbilds? Nein, die Idee, Angst zu haben vor einer äußeren Gefahr, mich zu irren, kam mir nicht. Schon als Kind hatte ich keinen Sinn für eine soziale Pflicht. Ich glaube, Kinder hören im Allgemeinen mit 12, 13 Jahren auf zu zeichnen. Sie denken, dass das nur zu ihren Ferien gehört. Als Kind liebte ich die Bilder, die ich auf Streichholzschachteln oder Puderdosen fand. Ich liebte zum Beispiel die heiligen Bildchen, die man auf den Gutscheinen in den Schuhkartons fand. Es machte mir Spaß, dies alles anzusehen. Doch hatte ich natürlich, da ich in einem kultivierten Hause aufwuchs, auch Zugang zu vielen Kunstbüchern. Wenn man sehr jung ist, mischt man alles miteinander. Ich sah mir also die alten Gemälde genauso gern an wie die populären Bildchen. All das nährt die Einbildungskraft. Das sind meine ersten Bilder, die ich am Ende meiner Kindheit noch in Triest malte. Eine Stadt, die gewiss eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich bin in Buenos Aires geboren. Doch da meine Mutter nicht den dominanten und hypermaskulinen Charakter meines Vaters ertrug, der halb italienisch, halb spanischen Ursprungs war, hat sie mich in diese zivilisierte Heimatstadt Triest gebracht. Dort gab es wirklich alles, was man wollte. Ich erinnere mich noch an einen Freund, einen Mann, der sehr wichtig in Italien war, weil er alles kannte. Wir gingen zusammen im San Giacomo Park in Triest spazieren. Und ich sagte zu ihm, ich mag dieses Viertel sehr gern, weil es interessant ist, wie die Häuser hier am Hang liegen. Er sagte, es erinnere ihn ein bisschen an Paris. Und ich antwortete, glaubst du, dass ich Paris mögen würde? Du wirst Paris über alles lieben und dort leben wollen, sagte er darauf. Das war wie eine Prophezeiung. Ich kam nach Paris und Max Ernst brachte mich zu Breton ins berühmte Café der Rue Blanche. Es hat mir Spaß gemacht, all diese Leute zu sehen. Ich habe auch nie mit ihnen gebrochen. Ich habe mich nur zurückgezogen. Ich habe gerade ein oder zweimal mit ihnen ausgestellt, jedoch ohne das Gefühl, zu ihnen zu gehören. Das Wort gehören mag ich übrigens nicht. Breton hat sich über mich geärgert, weil ich nicht gehorsam war. Am Anfang hingegen war er begeistert und amüsiert. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal zu ihm gegangen bin mit Cartier-Bresson, der gesehen hatte, dass ich recht bizarre Zeichnungen machte. Das waren keine ordentlichen Zeichnungen, sondern eher so bizarre Formen. Da sagte Breton, so etwas muss man doch nicht auf Karo-Papier zeichnen, denn ich zeichnete ja auf alles Mögliche. Das muss ihm erschienen sein, als hätte man sein Talent verschleudert. Ja, er empfand das als nicht genügend respektvoll.
Plötzlich hatte ich Lust, das Bild zu bewegen. Il fallait un autre courage. Als Leonore noch sehr jung war, bedurfte es eines ganz anderen Mutes, sich den Strömungen der Avantgarde zu verweigern, die jedoch für sie keinerlei Geheimnis bargen. Alle Avantgarde-Künstler waren ihre Freunde. Sie hätte eine perfekte Avantgarde-Karriere machen können, wäre ihr daran gelegen gewesen, eine Karriere zu machen. Doch die Idee ist ihr nie gekommen. Der Gedanke an eine Karriere hätte für sie etwas Demütigendes gehabt, weil sie nur ihr eigenes Wesen kultiviert hat. Parce qu'elle n'a cultivé que son être. Talent ist schwer zu definieren. Woher kommt das Talent? Ich glaube, dass es aus einer Art Revolte hervorgeht, einem sehr starken Bedürfnis, sich selbst zu bestätigen. Aquarellmalen ist für mich eine Art Ferienbeschäftigung. Nachdem ich an der Staffelei gearbeitet habe, das ist hart für mich, fast wie eine Guillotine, da ist das Aquarellmalen wie eine große Befreiung. Und ich benutze es fast, um mich auszuruhen. Die Aquarelle gehen aus einer großen Spontaneität hervor. Das macht mir viel Spaß, denn das ist etwas ganz anderes als das Malen. Da hat alles seine Ordnung und ich muss gut aufpassen, hell wach sein. Beim Aquarell hingegen macht es mir Spaß, mit dem Aqua, dem Wasser, herumzuplanschen. Schon als Kind haben mich die Wasserfarben fasziniert. Da komme ich noch einmal auf meine Kindheit zurück. Um mich ruhig zu halten, gab man mir eine Schüssel voll Wasser und ich konnte stundenlang mit den Händen darin rumpanschen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und die Erinnerung daran ist mir geblieben. Wenn ich ein Aquarell mache, weiß ich nie, was entstehen soll. Die Flecken suggerieren mir, wie das Bild aussehen wird. Doch das Wasser spielt mir Streiche. Es macht, was es will. Und so entsteht ein Kampf zwischen dem Wasser und mir. Ich schubse es, ich versuche es zu führen. Das Wasser entwischt mir. Ich verfolge es, ich laure ihm auf. Ich versuche es mir gefügig zu machen. Und dann entstehen aus dem Ungehorsam des Wassers Dinge, die mir gefallen. Da sehe ich plötzlich Haar und da sind Lappen und plötzlich etwas Sehnsüchtiges, das zu einem gewissen Gesicht gehört. Da fange ich das Wasser wieder ein und forme es um. Das wird ein sehr blasses Mädchen. Es ist interessant, wie während der Entstehung eines Aquarells eine Menge Personen oder Formen erscheinen, aus denen man auswählt und die man schließlich mit einem gewissen Misstrauen beherrscht. Das Wort Aquarell ist sehr schön. Aqua Wasser, Aquarell Wässerchen.
Ich mag die Gesichter. Ich habe nichts dagegen, wenn sie schön sind. Wenn man die Gesichter, die ich gemalt habe, ohne Vorurteil ansieht, haben sie keineswegs immer eine gefällige oder graziöse Schönheit. Oft gibt es auf einem Gesicht eine gewisse Unruhe oder ein leichtes Aufblitzen von ängstlichen Fragen oder Melancholie. Wenn ich meine Gesichter ansehe, so scheint es mir seltsam, dass man mir ihre Schönheit vorgeworfen hat. Das sind natürlich Gesichter, Köpfe von Menschen. Außer den Gesichtern gibt es auch Porträts. Die Ähnlichkeit ist eine ganz besondere Zugabe und unabhängig von der Qualität des Bildes. Natürlich ist es besser, wenn man sie erreicht. Jean Genet. Jaco Duberti. Enrico Colombo Torosso. Als ich Schauspielunterricht nahm und oft sehr müde, verärgert nach Hause kam, denn bei der Theaterarbeit kreuzen sich so viele Elemente, dann legte ich mich hin und die Katzen kamen zu mir. Das war wunderbar. Das war wie eine große, ruhige Decke, wie ein Sonnenuntergang, wie ein Wunder. Dies ist das Zimmer von Stanislaw Lepri, ein außergewöhnlicher Mensch, den ich in den 40er Jahren kennenlernte. Er war damals Konsul und danach war er einige Zeit Botschaftssekretär. Da er aber sehr talentiert war und ich sein malerisches Talent sehr angeregt hatte, gab er seine Karriere schließlich auf, denn sie passte doch nicht recht zu ihm. Er war ein Mann, der eine große Einbildungskraft besaß, sehr viel Talent. Und das, was man seine Bescheidenheit nannte, war eher ein Rückzug und eine kleine Dosis Menschenfeindlichkeit. Er fand keinen Gefallen an zu vielen Kontakten. Doch war er ein ungewöhnlicher Freund, ein Mann mit besonderen menschlichen Fähigkeiten, die mich sehr begeisterten. Er konnte große Freundschaften anregen, selbst wenn er recht reserviert war. Doch uns gegenüber, mir und unserem anderen Freund Jelensky, war er sehr offen und seine Gegenwart war sehr bereichernd. Ich mag die Katzen. Für mich sind sie ein beruhigendes, harmonisches Element. Und ich weiß genau, welche Menschen Katzen mögen und welche nicht. Im Allgemeinen sind es die Einzelgänger, die Rebellen, die Menschen, die auf die eine oder andere Weise einsam sind, die Katzen mögen. Manchmal schauen sie uns an und erkunden unser Gesicht. Das ist sehr beeindruckend.
Wenn man sich ein Paradies vorstellt, das können sie allen geben. So viel Ruhe, so viel Zärtlichkeit. Ich stelle mir immer eine Art Spiel vor, in dem sie sprechen können wie wir, und dann sage ich, ich liebe die Katzen und sie, ich liebe die Menschen. Oui? No, elle n'est pas là. Vous pouvez essayer demain matin. Merci. Ich zeichne immer mit verschiedenfarbigen Tinten oder mit Buntstiften. Das sind die Zeichnungen, die ich besonders beim Telefonieren mache. Wenn man mich anruft und wenn ich mich ärgere, die Reden der anderen anhören zu müssen, dann zeichne ich in dieses Heft am Telefon. Und wenn ich selbst jemanden anrufe, ist es noch besser, weil ich gleichzeitig zuhöre, was man mir sagt, und die Hand amüsiert sich dabei mit den farbigen Zeichnungen. Ich habe mich nicht einen einzigen Augenblick mit Leonor gelangweilt. Sie selbst kennt auch die Langeweile nicht. Und sie braucht absolut keine Zerstreuung. Ich habe nie jemanden gesehen, der so wenig Anregung von außen brauchte. Le gardienne. Die Wächterinnen. Der Panther. C'est encore toi, Armida. Und das bist du, Armida. 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 Leonor a un côté très théâtral.
Leonore hat etwas sehr Theatralisches, aber sie ist ihre eigene Zuschauerin. Ich will sagen, das Theater, das sie macht, macht sie für sich selbst. Sie ist die Zuschauerin ihres eigenen Wesens, eines verherrlichten Wesens. Es amüsiert sie zu sehen, wie sie so verherrlicht funktioniert. Wie ein Wesen, das sie selbst vielleicht gar nicht ist, das sie aber mag. Vor 20 Jahren, als wir gerade nach Paris gekommen waren, gingen wir oft zusammen aus. Wir gingen zu Festen und ähnlichen Anlässen. Doch nichts von dem, was man gesellschaftliches Leben nennen würde. Das war nichts für Leonore. Überhaupt nichts. Sie ist der am wenigsten gesellige Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber so wie man sich verkleidet, wie man sich durch Masken oder durch außergewöhnliche Kleider und Schmuck verherrlicht, so liebte sie auszugehen. Et si on veut se magnifier soi-même par des masques ou même par des robes extraordinaires, des choses comme ça, enfin, elle est très narcissique, bien sûr. Sie ist wirklich sehr narzisstisch. Sie gleicht darin dem Samurai oder den Toreros, wenn sie sich anziehen. Sie mag sich gern verwandeln und dadurch selbst beleben und sich elektrisieren. Das hat etwas absolut Verwirrendes. Sie braucht nur 10 Minuten dazu. Sie braucht so wenig Zeit wie keine andere, um sich umzukleiden. Alles geht extrem schnell, sie schminkt sich schnell und dabei ist es wie ein lichtes Kleid, das sie anlegt, um der Außenwelt gegenüberzutreten. Elle se maquille très très vite, mais on sent que c'est comme une espèce d'habit de lumière qu'elle met pour affronter l'extérieur. Anna Magnani, die sehr, sehr große Filmschauspielerin dieser Zeit. Ich schätze vor allem die visionären Filmautoren, Stroheim zum Beispiel, Orson Welles, Pabst, Mizoguchi. Orson Welles, Pabst. Diese Autoren können den Zuschauer in andere Welten versetzen. Auch mag ich die ganz andere Art von Freaks. Etwa von Ted Browning, Dracula. Da gibt es hinter dem bizarren und der unfreiwilligen Komik durchaus tragische Augenblicke, sogar im Ausdruck von Bela Lugosi. Wenn man sie sehr oft ansieht, merkt man solche Dinge. Es sind nur Augenblicke, doch sie sind da. I am Dracula. J'aime les films mythiques. Ich mag die mythischen Filme. Und zu denen zähle ich auch die komischen, besonders von Buster Keaton und manche von Chaplin. Certain Chaplin. Von den Filmen von Orson Welles möchte ich vor allem Citizen Kane erwähnen und Im Zeichen des Bösen, wo Marlene dunkelhaarig schöner denn je ist. Ich liebe Die Nacht des Jägers, ein mythischer Film, bewegend, verwirrend. Sur un autre plan, j'aime aussi Cloute de Alan Pekula. Andererseits mag ich auch Das grüne Zimmer von François Truffaut und Gloria von Cassavetes. Von Kubrick habe ich Shining sehr gemocht. Das herrliche Musikzimmer des Satyajit Ray. Vor allem Fellini, der einen so entrückt, selbst wenn die Geschichten furchtbar sind und bestürzend. Wie zum Beispiel Das Leben des Casanova oder Das Satyricon. Alles ist so verwandelt und verklärt, dass diese Filme für mich außerordentlich belebend wirken. Das gefällt mir so sehr an den visionären Filmautoren.
Vor allem aber liebe ich Fellini selbst. Ich liebe besonders seine Filme Casanova und La Nave Va. Und wenn ich Filme oder Bücher besonders mag, will ich sie auch öfter ansehen oder lesen. Ich lese lieber ein Buch, das ich mag, 10-mal, als mich für zu viele Bücher zu interessieren. So geht es mir auch mit den Filmen. Casanova und La Nave Va habe ich viele Male gesehen und ich kann sie fast auswendig. An Fellini mag ich besonders, dass er in jedem seiner Bilder ganz gegenwärtig ist. Man lebt in den Menschen, die er mit ihren Widersprüchen, ihren Gegensätzen darstellt. Das ist bei ihm so besonders. Er bringt es fertig, dass eine Sache nie nur halb da ist oder halb gleichgültig, wie es so oft im Kino geschieht. Die Charaktere sind sehr vielfältig. Hinter ihnen gibt es immer verschiedenartige Kulissen. Und darin liegt die Wahrheit Fellinis, die noch zu seiner Fähigkeit, einen Film zu komponieren, eine Situation zu beleuchten, hinzukommt. Das kann man leicht feststellen. Für mich sind alle diese Filme sehr nahrhaft und sehr heilsam. Außerdem gefällt mir auch, dass man selbst aus den tragischsten Filmen nicht mit einem Gefühl von Traurigkeit hinausgeht. Er ist außerordentlich genau in seiner Beobachtung. Und selbst wenn er Dinge beschreibt, die scheinbar traurig sein können, dann nimmt er ihnen das Gefühl. Er kann sie so darstellen, dass man im Zuschauen nicht ärmer wird und nicht gedemütigt. Man ist nicht angeekelt von der Menschheit, sondern sieht die Dinge eher positiv. Das kann er. Die Passionsfrüchte. Ich kann nicht sagen, dass ich humorvolle Zeichnungen gemacht hätte. Eher entstehen sie oft aus einem spielerischen Geist, überfallartig, überraschend, wie maskiert und festlich. Manchmal gibt es kämpferische Elemente, doch sind dies seltsame Kämpfe, die sehr an die Kämpfe von Insekten erinnern. Als Kind sah ich im Salon immer eine Radierung von Franz von Stuck, auf der eine füllige nackte Frau dargestellt war, die zwischen den Beinen eine große Schlange hielt und darunter stand geschrieben, die Sinnlichkeit. Ich fragte, was bedeutet das, die Sinnlichkeit? Und man antwortete mir, la sensualité. Und was ist la sensualité? Und da antwortete man mir, die Sinnlichkeit. So werden die Kinder misstrauisch. C'est comme ça que les enfants deviennent méfiants. Thank you.
Rasch, 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 meine Puppen warten. Ce titre. Dieser Titel gehört zu meiner Kindheit. Wenn ich schnell wieder zu meinen Puppen und Spielzeugen laufen wollte und Mademoiselle Fontabasso, meine Gouvernante, mir meine Schürze zu langsam zuknöpfte. La chambre de co. Der Echoraum. Manchmal wache ich aus einem Traum auf und sage mir wegen seiner Seltsamkeit und seinen Farben, könnte das ein Bild von Leonor sein? Nimmst du auch Bilder aus deinen Träumen? Tu prends des choses à tes rêves? À vrai dire, directement non. Les rêves. Ehrlich gesagt, nicht direkt. Der Traum ist passiv und wir sind in den Träumen passiv. In der Kreation, das ist ein gewaltiges Wort, aber man muss es benutzen, um auszudrücken, dass wir auch aktiv sind. Das heißt, selbst das, was die Surrealisten einen Wachtraum nannten, in der Kreation ist im Grunde eine Annäherung. Selbst jene, die A Brut herstellen, müssen sich in Wirklichkeit vor ein Objekt oder eine Leinwand stellen oder setzen, müssen Farben nehmen, müssen eine Flüssigkeit darunter mischen, egal welcher Qualität die Farben sind. All das geschieht im Wachzustand. Wir wissen also instinktiv, dass es nötig ist, uns zu überwachen. Doch die glücklichsten Begegnungen gibt es, wenn ein Element, das dem Traum sehr nah ist, sich auf irgendeine Weise mit unserer bewussten Bemühung verbindet. Ich habe sehr viel aus der Angst empfangen. Die Angst kann Monster schaffen. Doch sie kann im Inneren gerade die Abenteuer in Gang setzen, die die Imagination anstacheln. Es ist eine Imagination, die auf eine andere antwortet. La nuit inquiète. Die unruhige Nacht. Crépuscule du matin. Morgendämmerung. Retour de voyage 1 et 2. Rückkehr von der Reise 1 und 2. Vision rouge. Rote Erscheinung.
Soudain la nuit. Plötzlich die Nacht. Aber sie weinen. Le voyage sans amarre. Ich habe dieses Bild, die Reise ohne Taue, ganz schnell gemalt. Es war Herbst. Doch die Tage waren noch sehr lang. Die Taue waren nicht da, die Einhalt hätten bieten können. Es schien mir, als wenn diese Reise auch dazu gedient hätte, sehr verschiedenartige Wesen zu schützen. Und auch die Welt der immer gegenwärtigen Tiere. So entstanden hier die Vögel, die ruhigen Vögel. Des oiseaux calmes.